Moin meine lieben Freunde, herzlich willkommen zurück zu F1 2017 Qualifying in Japan bei Regen. Welche Überraschung steht heute auf Kalender? Mit dabei Altach und Björn. Hallo. Hallo. Wie habt ihr euch auf Regen vorbereitet? Gar nicht. Einwandfrei nicht. Einwandfrei nicht, alles klar. Dann würde ich sagen, gucken wir mal, was wir hier so machen können, gell? Spritmäßig, nehmt ihr 10 Runden, 7 Runden, 8 Runden? Ich bin mir echt dann kurz davor, einfach noch mehr Runden mitzunehmen und einfach erstmal zu fahren. Einfach, dass du ein Gefühl für das Wetter kriegst. Ich glaube, ich nehme 8 Runden und dann komme ich noch mal rein. Das ist, glaube ich, ein guter Plan. Ich mach mal hier den. Der Starkregen zieht in 5 Minuten vorbei. Danach wird es nur noch leicht regnen. Oh. Habt ihr das gehört? Nein. Was? Dann habe ich nichts gesagt. Die Strecke ist nass. Ja, genau. Wer konnte das? Sag mal. Nö. Hallo, das sind ja Wettbewerbsvorteile, die ich von meinem Jeff bekomme, im Gegensatz zu euch. Wenn euer Jeff so scheiße ist, dann sucht euch einen anderen. Nein. Alter, das ist nicht nur nass, das ist ja schon fast abartig. Der Starkregen, hat er gesagt, es zieht in 5 Minuten vorbei, danach wird es trockener. Heißt, jetzt einfahren, danach in die Box frische Reifen holen und dann pacen. Der Plan, ja. Habt ihr euch, was habt ihr jetzt, habt ihr was am Setup verändert? Nö. Ja, ein bisschen was am Flügel. Frontflügel. Ist schon ziemlich nass. Sehr rutschig. Das ist richtig. Alles klar. Was habt ihr für eine Bodenfreiheit eigentlich genommen? 5. Also die erste Gegner, wie du sie nennst, die werde ich jetzt auch nicht voll fahren. Probier's mal. Feigling. Alles klar. Bei Regen habe ich immer so Angst, diese ganz, ganz lang gezogen. Wenn ich damals mal raustragen lässt, dann bist du halt echt am Arsch. Ja. Naja, Kim wird, glaube ich, ganz froh sein, dass er nicht dabei ist. Er hätte schon wieder das Kurze gekriegt. Also, noch mehr als die Schnelle hier voll? Die kriegst du, glaube ich, nicht. Ne, die kannst du nicht voll fahren. Ja, musst du Lenkung aufmachen, ne? Also, muss auf jeden Fall runter vom Gas. Hey, Altach! Was treibst du denn hier? Auch in Japan? Verrückt, hä? Wie klein die Welt doch ist. Ja. Lange nicht gesehen und doch wiedererkannt. Hat Vorteile, diese Silber mit einer, ne? Warum fahre ich denn Benzin auf Max? Das ist ja absolut bescheuert. Alternative Wege oder was? 1,44. Eine Pfeife. Boah! Oh, Alter, schon fährst du lang? Du hast die Simulator-Recruit genommen, ne? Da hinten habe ich doch schon Sonnenschein gesehen. Warum können wir nicht im Fuji fahren? Da waren die Regenrennen wenigstens cool, da konnte ich noch in Helme kotzen. Super. Oder in Ex fahren. Ex. Das ist die Mehrzahl von Eck. Ex Stechers. Hexler. Boah, ich bin 10. und zwar nicht so eine schlechte Runde.
Leck ich am Arsch. Oh, ich bin Elfter. Du bist zurzeit auf P11. Letzter, mein Glück. Aber letzter, ja. Aber Alter, ich hatte hier einen richtig bösen Fehler hier. Oder auch nicht, weil ich gerade noch langsamer bin als davor. Ja, ist so, ey. Wo bitte haben die Zeit her? Digga. Oh nein! Mach das gut, weiter so. Warum lobt er mich denn in dem Moment, wo ich ins Gras fahre? Das ist schon wieder so ein Riesenfehler, ey. Boah. Hey, Alter, bist du auch hier? Ja. Also ich sehe nicht viel Licht am Ende des Tunnels. Ich sehe sehr viel Licht, aber nicht auf der Strecke. Ich sehe sehr viel Licht, aber keinen Tunnel. Alter, dann machst du das. Die Runde war ja mal gar nichts. Erstmal einen Riesenabflug in der ersten Kurve gemacht. Warum hast du so gebrüllt, Wolle? Ich war 0,7 Sekunden schneller und hab keine Platzierung gut gemacht. Wie viele bist du jetzt? 15. Ui. Ich bin 14. Ich glaube, die KI ist hier im Regen brutal. Das gibt's ja gar nicht. Ich weiß nicht, wo ich da die Zeit noch holen soll. Etwa 2 Runden. Ich werde jetzt definitiv reingehen erstmal. Ah, okay, ich verstehe. Ach du Scheiße, das wird jetzt knapp sogar. Mhm. Maximal noch eine schnelle Runde, maximal. Und dann? Und die Fettbruch. Nur noch 4, ey, das wird richtig knapp. Ja, die Strecke wird auf jeden Fall schneller. Ja, auf alle Fälle. Ich will mal überlegen, ob ich nicht sogar draußen bleibe lieber. Also ich bin auf Bestzeitkurs gerade. Ich auch, aber. Aber die werden auch noch schneller fahren. Ja, das reicht. Ihr bleibt beide draußen oder seid ihr rein? Ich bin jetzt gerade reingefahren. Schnell einen Reifensatz aufziehen, ein bisschen weniger Sprit und dann. Alter, fuck man, ich bin nicht fast letzter, ey. Scheiße, aber das wird selbst für 2 Runden echt schwer, ne? 2 Runden schaffst du nicht. Eine nur noch, eine schnelle. Leute, gebt doch mal ein bisschen Gas. War echt eine Runde zu spät, scheiße, Mann. Ne. Also, wenn du noch 2 schaffst, dann Chapeau. Wann muss ich denn da drüber? Bei 3 Minuten müsste ich eigentlich spätestens losgefahren sein, ne? Nee. Also wenn du eine schnelle fahren willst, dann bei 2,20. Na, aber wenn du 2 schnelle. Bei 2 schnelle reicht's nicht. Überleg mal, im Trockenen hast du doch schon, sind wir bei 3,20 raus und haben nur ein, oder du hast nur eine schnelle geschafft. Das schaffst du im Regen gar nicht. Ist ja unmöglich. Ey, das wäre nur 0,1 Sekunden, die hätte draußen bleiben können, ey. Auf jeden Fall fahre ich jetzt raus. 2,40 kannst knicken, Alter. Das wird nur noch eine Runde. Ja, bei 2,40 schaffst du keine 2 Runden mehr. Ja. Unter den aktuellen Bedingungen bist du mit Intermediates am besten. Oh, das sieht düster aus für mich. Das ist nicht mal Top 10, Junge. Unfassbar. Ja, ich bin auch nur Elfter. Ja. Aber die Strecke ist merklich schneller geworden. Ja. Nur ein bisschen. Vielleicht könnte unser Vorteil sein.
Ja, das hoffe ich und denke ich auch. Komm, jetzt lass mich rausfahren. Bereit. 2 Minuten, na gut. Das könnte eng werden mit 2 Runden. Aber ich bin der Letzte auf der Strecke. Es sei denn, du bist in 20 Sekunden über die Strecke geflogen. Sag nichts. Alles schon vorgekommen? Nee, sag nichts. Die Strecke war aber echt gut. Da wird jetzt viel besser, die Strecke. Der vor mir trödelt so, Mann. Ich doch ganz so. Das Schöne ist, dadurch, dass ich jetzt ganz hinten bin, kann ich echt viel. Wobei, so entspannt fahren ist auch nicht. Nee. Du kannst sehr, also recht entspannt fahren, aber nicht sehr. Ja. Björn, wenn du dann nachher fährst, ne, lass dir also Platz lassen. Nicht zu viel, ne? Ich komm dann. Was? Ich bin hinter dir. Gar nicht, hinter mir sind 2 andere. Achso. Okay, dann alter Schuss bist du da. Ja. Björn hält gerade alle auf. Ja, ich muss, weil vor mir einer ist. Ja. Also ich will auch ein bisschen Platz lassen nach vorne. Das Schöne ist, du kannst vor der letzten Schikane nochmal gut einschätzen, ja. Dann. Und Zeit rausnehmen. Naja, also ich kann jetzt fahren, jetzt habe ich genug Platz. Ja, bei alter Schussbeiten soll es eigentlich auch ausgehen. Locker, ihr habt noch 50 Sekunden, das soll ja auch. Du bist auf P16 gefahren. Ja, aber wir müssen auch Platz lassen. Wird trotzdem reichen. Ach, nochmal richtig hinsetzen, ne? Kommt halt drauf an, ne? Auf rohen Eiern. Die Strecke wird bald wieder trocken sein. Achte darauf, dass du deine Reifen nicht abfährst. Fuck! Alter. Die letzte Kurve versaut mir halt heftig. Pack! 10, Alter! Leck mich! Oh, fuck! Da ist jemand, scheiße. Da ist es, ist auf jeden Fall zu kalt. Scheiße, ey. 17. Woo! Wer fährt holen? Yes, baby! Für mich zum Schotter! Meine hätten mir jetzt die letzte Kurve versaut, sonst wäre ich auch noch weiter. Im letzten Sektor habe ich es weggehauen. Du hast, ja, nicht nur im letzten Mittelsektor, ja auch, da bist du ja auch weggefallen. Ja, im letzten habe ich, im Gegenteil, im letzten habe ich gewonnen, aber. Ja, mittleren, da hast du ja das Auto da hinten Schikane. Ich habe in der letzten Kurve 4 Zehntel verloren. In dieser 100, in der Kehrtwende da. Ich habe im ersten Sektor 1,5, fast 2 Sekunden liegen lassen. Mhm. Naja, liebe Leute, Qualifying beendet. Pole für mich. Björn ist wo? Auf 11 und Eintracht leider relativ weit hinten. Könnte ein interessantes Rennen werden. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr neu auf dem Kanal seid, Abo, würde mich sehr freuen. Wir sehen uns morgen um 10 Uhr zum Rennen in Japan. Auch bei Regen. Bis dahin, macht's gut. Und may the fun be with you.